Ich rufe auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde. Die Fraktion Die Linke hat eine Aktuelle Stunde verlangt zu dem Thema Entlassung von systemrelevanten Beschäftigten beim Klinikkonzern Sana in der Pandemie trotz Millionengewinn. Ich eröffne die Aussprache und erteile als Ersten dem Kollegen Jan Korte, Fraktion Die Linke, das Wort. Ja, und als antragstellende Fraktion wird der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion hier diese Aktuelle Stunde eröffnen. 1000 Stellen will die private Sana-Gruppe bis Jahresende abbauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, worum geht es heute? Ein privater Krankenhauskonzern, nämlich die Sana AG, hat nur 2019 66 Millionen Euro Gewinn gemacht. Was ist daraus die Conclusio? Sie schmeißen 1000 Beschäftigte raus. Dazu schreibt der Konzernbetriebsrat an die Bosse des Vorstandes, ich zitiere, ohne die Kolleginnen und Kollegen an den Patienteninformationen, der Bettenreinigung, des Lagers und der Versorgungsdienste ständen viele unserer Kliniken vor der Kapitulation. Wie wäre die Pflege und die medizinische Betreuung, die eh schon kaum zu leisten ist, möglich, ohne Stationshilfen und Patientenbegleitungsdienst? Zitat Ende. Es kann daraus nur eine Schlussfolgerung für den Deutschen Bundestag geben. Diese Kündigung muss sofort vom Tisch. Und der Grundsatz, ein Betrieb, eine Belegschaft, muss gelten, auch in diesem Konzern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die zweite Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen müssen, und das ist eigentlich nichts Neues, es ist erschreckend, dass man das immer wieder hier aufrufen muss, anhand von solchen unfassbaren Vorgängen, das ist, dass der Irrweg der Privatisierung der Krankenhäuser sofort gestoppt werden muss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um das einmal übersetzt zu sagen, für die, die das alles erleiden müssen, Patienten, Beschäftigte und andere, um es übersetzt zu sagen, auch für die Menschen dort draußen, Krankenhäuser müssen Menschen bestmöglich Gewinn machen und keinen Profit abwerfen. Das muss die Maxime der Politik sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Vorgänge führen uns zu einer sehr grundsätzlichen Frage, in was für einer Gesellschaft und was für einem Land wir eigentlich leben wollen. Und deswegen müssen wir uns grundsätzlich fragen, was bedeutet Privatisierung? Privatisierung von öffentlichem Eigentum bedeutet nichts anderes als Raub und Enteignung der Bevölkerung. So einfach ist das. Und es hatte seinen guten Grund mit dem Beginn der Bundesrepublik Deutschland, übrigens auch in der DDR, auch dort vorbildlich organisierter Gesundheitsbereich, um es ja auch mal klar zu sagen. Es hatte schon einen Sinn, warum Gesundheit in staatlicher Hand gewesen ist. Das war eine sehr sinnvolle Sache, weil nämlich Krankenhäuser und Gesundheitsversorgung der Kern des Sozialstaates ist. Die Grünen können ja gleich sich an die Seite von Jens Spahn werfen. Dazu haben Sie gleich die Gelegenheit. Ich will sagen, und das ist der zweite Punkt zur Privatisierung, Privatisierung geht immer grundsätzlich auf Kosten der Beschäftigten. Und bei mir in Sachsen-Anhalt, in meinem Wahlkreis, dort treibt ein besonders übler Krankenhauskonzern sein Unwesen, nämlich Ameos. Und dort hat eine Beschäftigte Folgendes gesagt, was Privatisierung für diese Menschen bedeutet. Das sollte man sich mal sehr gut anhören. Ich zitiere, vor 6 Jahren wurden wir an Ameos verkauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Als wir übernommen wurden, hatten wir eine gut laufende Einrichtung, wo verschiedene medizinische Bereiche Hand in Hand miteinander gearbeitet haben. Heute sieht man frustrierte, gestresste Mitarbeiter, traurige Patienten und genervte Angehörige. Wie konnte es so weit kommen? Geld wurde über Leben gestellt. Zitat Ende. Das ist der Kern, über den wir hier heute reden. Und deswegen will ich Folgendes sagen, vielleicht ein kleiner Servicehinweis an die spärlich besetzten Reihen der CDU-CSU. Was ganz interessant ist, das müssen Sie wissen, alle, die zuhören. 2018 haben die Anteilseigner von Sana der CDU-CSU 85.000 Euro gespendet. Das ist zumindest der offizielle Betrag, der angegeben wurde. Damit beantwortet die Frage, wie es so weit kommen konnte. Sie sind nämlich geschmiert worden von den privaten Krankenhauskonzernen. So einfach ist das. Und eins ist doch wirklich irre. In den Zeiten der Pandemie überhaupt Pflegepersonal und Kräfte in Krankenhäusern überhaupt zu feuern, das ist ja schon völlig bekloppt. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht noch deutlich bekloppter. Im Jahr der Pandemie, im Jahre 2020, wurden allen Ernstes in der Bundesrepublik 21 Kliniken dicht gemacht. Das sind doch kaputte Zustände. Wo leben wir hier eigentlich? 1991 gab es in der Bundesrepublik gerade vereinigt 2.411 Kliniken, 2019 gibt es gerade noch 1.914 Krankenhäuser. Und warum ist das so? Das ist so, weil es dazu politische Entscheidungen gegeben hat, die das so gemacht haben. Noch vor anderthalb Jahren, keine Ahnung, wo der Gesundheitsminister hier übrigens ist, ist auch mal eine gute Frage, noch vor anderthalb Jahren hat Jens Spahn gefordert, wir brauchen mehr Mut bei Krankenhausschließungen.
Was ist das für eine zynische Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen? Das sind politische Entscheidungen gewesen. Und deswegen brauchen wir, das hat die Pandemie doch erschreckend gezeigt, jetzt andere politische Entscheidungen. Das kann doch nur die einzig logische Schlussfolgerung sein, meine Damen und Herren. Was also tun? Erstens, ein sofortiger Stopp aller Privatisierung. Zweitens, ein sofortiger Stopp aller Krankenhausschließungen. Drittens, wir brauchen sofortige, umfangreiche Hilfe für die Kommunen, wo es noch kommunale Krankenhäuser gibt, die aufgrund der Pandemieausfalls vor der Pleite stehen. Dem muss sofort geholfen werden. Und viertens, es muss eine ganz einfache neue Regel übrigens geben. Das kann man einfach mal beschließen. Es gibt eine neue Regel. Die privaten Krankenhauskonzerne, die Dividenden auszahlen, bekommen keinen Cent Steuergeld mehr. So einfach ist das. Das könnten wir hier beschließen. Und last but not least, es muss endlich darum gehen, eine anständige, würdige und respektvolle Bezahlung der Pflegekräfte, der Reinigungskräfte und all der anderen durchzuführen. Das kann politisch entschieden werden. Da haben Sie so versagt und dieses ganze Sonntagsreden geschwätzt, was wir seit einem Jahr hören. Ich hätte, da müsste man noch echt was zu sagen. Ja, aber kommen Sie bitte zum Schluss. Dieses ganze Gerede kann man sich sparen, wenn man hier nicht grundsätzlich... Ich habe Ihnen gerade das Wort entzogen. Sie müssen wissen, Sie sind parlamentarischer Geschäftsführer, wir haben eine aktuelle Stunde, wir haben 5 Minuten Redezeit vereinbart, Sie waren 40 Sekunden drüber. Und ich bitte künftig alle Beteiligten, wenn ich Sie auffordere, auch meiner Bitte nachzukommen, sonst werde ich das Wort entziehen. Alle anderen Redner haben auch nur 5 Minuten. Sagt der Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, der hier die Sitzung leitet, also der Hinweis auf die Redezeit. Die Linke hat diese Aktuelle Stunde beantragt. Die Forderungen gehen weit über das aktuelle Beispiel hinaus. Wenn wir nochmal auf die Sana AG schauen, dort betrifft es vor allem eine Tochtergesellschaft. Geschlossen werden die Bereiche Stationsassistenz oder auch Patientenbegleitung, weil das Unternehmen sagt, fachliche Spezialisierung hin dieser Tochtergesellschaft zur Krankenhausreinigung sein der Grund. Lothar Riebsam jetzt für die Unionsfraktion. Mitarbeiter entlassen werden, machen betroffen. Und die schlechte Nachricht ist natürlich dann in erster Linie für diejenigen, die die Kündigung bekommen und für deren Familien. Aber natürlich muss ich als Zweites dann die Frage stellen, was ist denn der Grund für diese Kündigung? Und wenn ich jetzt die Rede vom Herrn Korte mir angehört habe, haben Sie nicht einen einzigen Satz dazu gesagt, wie es zu diesen, warum die Sana diese Kündigungen, diese Änderungskündigungen ausspricht. Nicht einen Satz. Stattdessen haben Sie gewettert, was ich entschieden zurückweise, dass hier die CDU geschmiert wurde von Sana. Ein kompletter Unsinn. Sie haben nur polemisiert, Sie haben nur Wahlkampf gemacht und Sie haben keinen einzigen Satz sachlich zu diesem Thema gesagt. Sie haben skandalisiert, Sie haben sogar skandalisiert, dass Sana, ein Konzern, der 2,8 Milliarden Umsatz macht, 68 Millionen Gewinn, das sind 2,4% Gewinn. Das skandalisieren Sie. Ich sage Ihnen mal was, 2,4% sind zu wenig, egal ob es ein privates Konzern ist, ob es ein frei gemeinnütziges Haus oder ein kommunales Haus ist. Mit 2% kann man keine Innovationen voranbringen, kann man keine Digitalisierung voranbringen. Und man kann schon gar nicht das auffangen, was die Länder nicht bezahlen an Investitionskosten, was sie eigentlich zahlen müssten. Es müsste deutlich mehr als 2% Gewinn sein. Und dann sind diese 2% auch sehr entschieden entfernt von dem, was Sie hier sonst immer erzählen. 20% Umsatzrendite, das prangern Sie doch immer an. Jetzt kommt der Sana-Konzern 2019 wohlgemerkt auf mickrige 2% und das wird auch noch skandalisiert von Ihnen. Wissen Sie, das ist einfach nur daneben. Ich weiß nicht, verstehen Sie von der Sache nichts oder geht es Ihnen einfach nur um Polemik? So, und jetzt kommen wir doch mal zu den Gründen. Wir haben einen Pflegepersonalmangel und darauf hat diese Regierung reagiert. Und wenn ich mich richtig entsinne, hat die sogar die linke Fraktion positiv aufgenommen, dass man die Pflege aus dem Budget herausgenommen hat. Und es war völlig klar, dass dies zu sehr schwierigen Umstrukturierungsprozessen kommt, weil Servicekräfte, und um die geht es hier, Servicekräfte, Teil der Pflege sind, eng verzahnt sind mit der Pflege und beim Sana-Konzern in einer separaten Servicegesellschaft geführt worden, wie in vielen anderen Krankenhäusern auch. So, und die Folge ist
vom Pflegebudget ist, das umstrukturiert werden muss, dass eben gerade umgekehrt aus der Servicegesellschaft, die sie so verdammen, heraus in das normale Budget des Krankenhauses hinein zur normalen Pflege hier umstrukturiert wird und dass aus diesem Grund Kündigungen ausgesprochen werden. Das ist doch die Wahrheit. Und wenn wir hier Gesetze machen, dann sollten wir eigentlich froh sein, wenn sie auch umgesetzt werden. Und jetzt bin ich schon auch der Meinung, dass wir genau hinsehen müssen. Das ist mal schon klar, dass hier nicht Stellen unterm Strich dann abgebaut worden. Dann stellt sich schon die Frage, wer macht zukünftig die Arbeit. Und so wie man das entnehmen kann aus den Verlautbarungen von Sana, sollen dieselben Leute, die bisher im Servicebereich tätig waren, zukünftig in die Pflege integriert werden. Und wenn Sie ein bisschen die Zeitung gelesen haben, vor allem die Fachzeitungen in den letzten Monaten, dann wissen Sie ganz genau, dass es ein sehr intensiver Prozess und Verhandlungen war zwischen den Krankenhäusern und den Kassen, welche Servicebereiche, welche Hol- und Bringedienste, welche Funktionsbereiche man nun in das Budget hineinnimmt und welche nicht. Und um die Umsetzung dieses Prozesses geht es jetzt bei diesen Kündigungen. Und deswegen können wir nicht jetzt dem Sana-Konzern oder welchem Konzern auch immer irgendeinen Vorwurf machen, wenn er genau das tut, was wir im Sinne der Pflege Gutes in dieser Legislaturperiode gemacht haben. Und das lassen wir uns auch von Ihnen nicht madig machen. Sagt Lothar Rixam für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, es sind Standorte und Beschäftigte in ganz Deutschland betroffen. Wenn wir zum Beispiel nach Brandenburg schauen, in Templin und Cottbus die Kliniken. Es soll mit dem Betriebsrat jetzt im Mai Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan geführt werden für die Beschäftigten. Das ist zumindest zu hören. Martin Siechert für die AfD-Fraktion spricht jetzt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! An den Sana-Kliniken sieht man wunderbar, was alles schiefläuft im deutschen Gesundheitssystem und dass der Staat nicht die Lösung ist, sondern die Ursache des Problems. Während zu normalen Zeiten maximal ein paar hundert Krankenhausbeschäftigte in Kurzarbeit sind, sind es in diesem Lockdown 10.000, im ersten Lockdown waren es gar 60.000. Das liegt schlicht daran, dass die Regierung das ganze Gesundheitssystem hysterisch auf die Bekämpfung einer einzigen Krankheit ausrichtet, obwohl viel mehr Menschen an anderen Krankheiten sterben. Ganze Abteilungen oder gar Kliniken werden geschlossen, Reha- und Vorsorgetermine verschoben und Behandlungen gestrichen oder gekürzt. Service und Patientennähe sind gerade nicht gefragt, die passen nicht in die Hysterie. Da ist es nur konsequent, dass die Sana-Kliniken über 1.000 Stellen im Servicebereich streichen. Liebe Sana-Mitarbeiter, Sie werden arbeitslos, weil die Bundesregierung Ihre Arbeit nicht wertschätzt. Die Fokussierung der Regierung nur auf Corona kostet nicht nur tausende Arbeitsplätze, sondern sie schädigt auch die Gesundheit von Millionen. Unzählige Menschen erkranken psychisch schwer durch den Lockdown und die Entwicklungsschäden bei Millionen Kindern durch Panikmache und soziale Isolation sind katastrophal. Experten sagen uns, dass 20.000 Menschen zusätzlich an Krebs sterben werden, weil durch den Lockdown Vorsorgeuntersuchungen verschoben wurden. 240.000. Also die Einwohnerzahl eines kompletten Bundestagswahlkreises sterben jedes Jahr an Krebs. Wo ist das konsequente politische Vorgehen gegen Krebs? Wo sind die Politiker, die eine Kerze für diese vielen Toten anzünden? Es gibt sie nicht, weil sie nur dann Trauer heucheln, wenn es ihnen politisch nutzt. Ihre Politik hat dafür gesorgt, dass in großen Teilen des medizinischen Bereichs nicht die Gesundheit der Patienten im Vordergrund steht. Sie machen Deutschland zur gesundheitspolitischen Servicewüste. Ein Beispiel: Obwohl sich die Zahl der Geburten in Deutschland in den letzten 30 Jahren kaum geändert hat, wurde die Zahl der Geburtskliniken halbiert. Selbst in der angeblichen Pandemiebekämpfung stellen Sie völlig falsche Weichen. Seit März letzten Jahres wissen wir aus China, dass zu frühe invasive Beatmung für Corona-Patienten tödlich ist. Darauf weist auch der oberste deutsche Lungenfacharzt Thomas Vosshaar hin, und die Daten aus Krankenhäusern zeigen uns das auch schon lange. Dort, wo frühzeitig invasiv beatmet wird, ist die Todesrate um ein Vielfaches höher als dort, wo nur im äußersten Notfall invasiv beatmet wird. Und was machen Sie? Sie setzen einen fetten, fünfstelligen Betrag pro Patient als Anreiz für die Krankenhäuser, frühzeitig invasiv zu beatmen. Ihre Politik tötet Menschen. Ihre Politik macht Menschen arbeitslos und sie schürt Hysterie.
Seit Juli letzten Jahres gibt es keinen Anstieg bei den Intensivpatienten. Die Zahl ist über die ganzen Monate hinweg konstant. Das Bundesgesundheitsministerium selbst sagte wortwörtlich, im Jahresdurchschnitt waren 4% aller Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt. Da die Auslastung der Betten übers Jahr hinweg konstant ist, Sie aber Hysterie schüren wollen, sorgen Sie für eine Abnahme der freien Betten. Mit dem § 21 Krankenhausfinanzierungsgesetz bekommen Krankenhäuser deutlich mehr Geld, wenn sie zu mindestens 75% oder 85% ausgelastet sind. Sie haben einen finanziellen Anreiz dafür geschaffen, dass Krankenhäuser freie Kapazitäten abbauen. Die Sana-Kliniken suchen übrigens trotzdem händeringend Personal, nämlich als Pflegekräfte. Und obwohl der Pflegemangel seit Jahren bekannt ist, versagt die Politik auch hier. Wo bleiben denn die Maßnahmen, um Pfleger und Intensivpfleger zu gewinnen und langfristig zu halten? Wo bleibt die Aufstockung der Kapazitäten? Wo bleibt die Rettung von Menschenleben, indem man Krankenhäusern Anreize schafft, erst dann invasiv zu beatmen, wenn es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt? All diese Maßnahmen gibt es nicht. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum es sie nicht gibt. Weil für Sie nicht die Gesundheit der Menschen im Vordergrund steht, sondern nur die eigene Profit- und Machtgier. Wir müssen diesen gesundheitspolitischen Irrweg beenden. Es muss endlich wieder das Wohl der Patienten im Vordergrund stehen. Dann ist auch wieder Platz für ausreichend Servicemitarbeiter im Gesundheitswesen. Vielen Dank, Herr Kollege. Martin Sichert war das für die AfD-Fraktion. Wir hören jetzt hier in dieser Aktuellen Stunde, die von der Linksfraktion beantragt worden ist, als nächste Rednerin aus den Reihen der Sozialdemokraten Martina Stamm-Fiebig. Sie ist die Patientenbeauftragte der SPD-Fraktion und wie Sie sehen, steht hier schon bereit und jetzt gleich am Rednerpult. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, an negativen Nachrichten herrscht in diesen Tagen wirklich kein Mangel. Aber selbst inmitten dieser Pandemie sind die angekündigten Entlassungen durch die Sana-Kliniken AG ein absolutes Negativ-Highlight. Bis Ende des Jahres 2021 will Sana rund 1000 Beschäftigte auf die Straße setzen und das betrifft insbesondere Stationsassistenzen, Hol- und Bringdienste, sowie die Beschäftigten an dem Pforten- und im Sicherheitsdienst. Was mich besonders wütend macht, der Grund für die angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen liegt nicht etwa in der unverschuldeten wirtschaftlichen Schieflage. Nein, hier geht es lediglich um die knallharten Durchsetzungen von Kapitalinteressen auf dem Rücken der Beschäftigten durch einen äußerst profitablen Klinikkonzern und das inmitten der dritten Pandemiewelle. Das schlägt ihm fast den Boden aus. Und das ist eine offene Provokation und Egoismus in Reinform. Man kann sich nur wundern. Anscheinend war es dem Sana-Vorstand ein großes Anliegen, bestmöglich zu beweisen, dass die häufig geübte Kritik an der Renditeorientierung im deutschen Gesundheitswesen absolut gerechtfertigt ist. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Ziel erreicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir hier kein substanzloses Bashing betreiben wollen, will ich das Ganze noch mal in den richtigen Kontext setzen. Laut den Geschäftsberichten des Jahres 2015 bis 2019 hat der Konzern allein in diesem Zeitraum einen Reingewinn von ca. 423 Millionen Euro nach Steuern erwirtschaftet. Zur Erinnerung, das sind Gelder aus der Solidargemeinschaft. In der Pandemie hat die Gemeinschaft, die Krankenhäuser des Landes, unter anderem auch die Sana, mit Milliarden an Steuergeldern gestützt. Das war eine gute und richtige Entscheidung. Der Bundestag hat damit Verantwortung für den Erhalt der Krankenhausstrukturen und damit auch für die Versorgung der Bevölkerung übernommen. Das dann aber dann im Gegenzug ein privater Klinikkonzern, der durch die Maßnahmen stark profitiert hat, selbst jegliches Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Belegschaft vermissen lässt und die Zukunft der Beschäftigten auf dem Altar der eigenen Profitorientierung opfert, ist für uns nicht akzeptabel. Und anders kann man das auch nicht sagen. Es bleibt nämlich festzuhalten, Profitgier 1, gesellschaftliches und soziales Verantwortungsbewusstsein 0.
Jetzt gibt es aber auch diejenigen, die auf die Ankündigung des Vorstandes verweisen, dass es zeitnah Verhandlungen zum Interessenausgleich und Sozialplan geben soll. Das ist keine Großtat, das ist betriebliche Mitbestimmung. Und noch einmal zur Erinnerung, es ist nicht das erste Mal, dass Sana beim Umgang mit den Arbeitnehmerrechten negativ auffällt. Viele der Kolleginnen und Kollegen, die jetzt entlassen werden sollen, waren bis zur Ausgliederung in die jetzt betroffenen Tochtergesellschaften festangestellte Mitarbeiter. Sie haben bereits damals empfindliche Einbußen hinnehmen müssen. Und als ehemalige Betriebsrätin wünsche ich dem Gesamtbetriebsrat und den Beschäftigten aus ganzem vollem Herzen, dass sie bei den anstehenden Verhandlungen doch etwas Ordentliches noch herauskommt. Lassen Sie mich zum Ende einen Ausblick wagen, welche Lehren können wir aus dem vorliegenden Fall ziehen. Erstens, in der Corona-Krise wurde einmal überaus mehr deutlich, dass Gewinnmaximierung und Kostenminimierung in der Gesundheitsversorgung nicht das Maß aller Dinge sein dürfen. Wenn einige Akteure im System aber partout nicht verstehen wollen, dass das deutsche Gesundheitssystem kein Selbstbedienungsladen ist, sondern das Prinzip Geben und Nehmen auf das Prinzip beruht, werden wir als SPD uns in der nächsten Legislatur dafür einsetzen, dass die Spielräume für solche Player deutlich enger werden. Und zweitens, die Tendenz zur Filetierung von Unternehmen und Ausgliederungen von ganzen Geschäftsbereichen in Tochtergesellschaften, was wir seit den 80er Jahren ja in jedem Jahrzehnt mehr und mehr erleben, hat in vielen Bereichen zu erheblich schlechteren Arbeitsbedingungen und niedriger Bezahlung beigetragen. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, dem wir uns stellen müssen, wenn wir beklagen, dass viele Menschen zu wenig verdienen. Und damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, da helfen keine Krokodilstränen, damit muss Schluss sein. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Stamm-Fiebig. Punkt. Ja, sagt Martina Stamm-Fiebig hier für die SPD-Fraktion. Harsche Kritik hier, offene Provokation nannte sie das, was die Sana Kliniken AG hier mit den angekündigten Stellenstreichungen macht. Und hören wir mal, was die Liberalen dazu zu sagen haben. Hier Pascal Kober, der Nächste, der sozialpolitische Sprecher der Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, Sie beantragen eine Aktuelle Stunde zu den geplanten Umstrukturierungen beim Klinikkonzern Sana, bei dem laut Nachrichten bis zu 1000 Arbeitsplätze gefährdet sein könnten. Aber wenn Sie ehrlich wären, dann würden Sie zugeben, dass im Moment noch überhaupt gar nichts entschieden ist. Und wenn Sie ehrlich wären, dann würden Sie zugeben, dass die Konzernleitung sich ja verpflichtet hat, öffentlich den engen Schulterschluss mit dem Betriebsrat zu suchen und tatsächlich einen sozialverträglichen Plan aufzulegen. Und dann frage ich mich, warum Sie von den Linken ausgerechnet dem Betriebsrat so wenig zutrauen. Da würde ich doch erst einmal ein Stück weit abwarten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken. Aber eines ist auch klar, dass jeder Arbeitsplatzverlust einer zu viel ist in einer sozialen Marktwirtschaft. Das ist nicht auszuschließen in einer Dynamik, die die soziale Marktwirtschaft mit Veränderung und mit dem Neugründen von Unternehmen und mit dem Einstellen von Geschäftsbereichen ausmacht. Aber klar ist auch, dass jeder Arbeitsplatzverlust natürlich überwunden werden muss, denn jeder Arbeitsplatzverlust ist eine individuelle Härte, es ist eine Tragödie für eine Person, für eine Familie, für ihr Umfeld. Und deshalb müssen alle Anstrengungen angestrengt werden, dass das nicht im Dauerzustand wird, die Arbeitslosigkeit, sondern dass schnell neue Arbeitsplätze entstehen und die Vermittlung in neue Arbeitsplätze gelingt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, da muss ich Ihnen jetzt schon auch mal sagen, dass ich ein bisschen Zweifel habe, worum es Ihnen denn eigentlich geht. Denn wenn es Ihnen um das Schicksal von Arbeitslosen ginge, dann würden Sie vielleicht einmal Ihren Blick ins Land schweifen lassen und über die vielen tausend Arbeitsplätze reden, die jetzt aufgrund einer verfehlten Corona-Politik zur Disposition stehen. Da reden Experten von der Betriebsschließung von 35.000 Betrieben. Da stehen 30.000 Arbeitsplätze im Handel und im Verkehr zur Disposition. 90.000 Arbeitsplätze im gewerblichen Bereich sind gefährdet. Das IAB befürchtet, dass 150.000 Selbstständige ihre Selbstständigkeit einstellen müssen und arbeitslos werden.
Und der Hotel- und Gaststättenverband berichtet, dass jeder vierte Betrieb vor dem Ausstehen könnte, was 500.000 Arbeitsplätze bedeuten könnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht zu vergessen die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, von denen ein Drittel im Moment sagen muss, dass sie ihre Geschäftstätigkeit aufgeben werden. Und da muss ich sagen, da blicke ich in die Regierungskoalition und sage, was haben Sie alles versäumt? Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Novemberhilfen erst im Januar kamen, dass die Dezemberhilfen erst im Februar kamen und dass die Überbrückungshilfe 3 erst im März kam. Aber auch das ist natürlich verschüttete Milch. Wir sollten vor allen Dingen jetzt in die Zukunft schauen. Und was ist in der Zukunft gefordert? In der Zukunft gefordert ist, dass wir jetzt alles dafür tun, dass die Unternehmen möglichst gut aus der Krise kommen. Und dazu müssen wir sie beispielsweise entlasten. Allein wenn wir die Aufbewahrungsfristen von steuerrelevanten Unterlagen von 10 auf 5 verkürzen würden, könnten wir die Unternehmen an Bürokratie in Summe von 1,7 Milliarden Euro entlasten. Würden wir die Grenze zur Buchführungspflicht von 600.000 auf 1 Million Euro anheben, dann könnten die Kosten von 48.300 Arbeitsjahren eingespart werden. Dieses Geld könnte in Innovationen und neue Arbeitsplätze in den Unternehmen führen. Das könnten wir als Gesetzgeber hier einfach einmal beschließen. Damit kämen unsere Unternehmen aus dieser Krise heraus, wenn wir sie entlasten. Und reden wir von der öffentlichen Verwaltung. Hätten wir das Niveau an Digitalisierung wie in Estland, dann würden wir Kosten in unserer Volkswirtschaft sparen von 78 Milliarden Euro. Das ist Geld, was wir für die Zukunft brauchen, in Innovationen, in den Unternehmen, für neue Arbeitsplätze. Und da kann ich nur sagen, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, jetzt schon die richtigen Weichen zu stellen, aber vor allen Dingen mit der richtigen Regierung dann nach dem September für die nächsten 4 Jahre, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, vertrauen Sie mal der Kraft Ihres Betriebsrates bzw. des Betriebsrates der Sahne AG. Jetzt warten wir doch mal ab, was die zu leisten in der Lage sind, wenn sie sich mit der Geschäftsleitung zusammensetzen und einen Sozialplan erstellen. Vielleicht kommt ja alles gar nicht so schlimm. Das jedenfalls ist den Beschäftigten tatsächlich zu wünschen. Vielen Dank. Vielen Pascal Dank, Kuba war das für die FDP-Fraktion, der sozialpolitische Sprecher. Ja, und aus der Linken gibt es da immer mal wieder natürlich laute Zwischenrufe. Der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte, den Sie gesehen haben, zwischenzeitlich im Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden. Sind klar. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Maria Klein-Schmeink, Bündnis 90 Die Grünen. Und im Reigen der Fraktionen haben wir noch nicht gehört die Meinung der Bündnisgrünen. Da für die Bündnisgrünen spricht jetzt Maria Klein-Schmeink. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht eigentlich hier nicht darum, ob die Fronten klar sind oder nicht, sondern es sollte darum gehen, ob eine gute Versorgung im Krankenhausbereich gesichert ist. Das ist die Aufgabe, die wir hier zu lösen haben und nicht über Fronten und in Fronten miteinander zu diskutieren. Und da muss ich ganz klar sagen an meinen Vorredner von Seiten der FDP, aber auch Richtung CDU, natürlich ist Kritik an diesem Verhalten angemessen und richtig. Weil was haben wir denn für eine Situation? Wir haben eine Situation, wo die Menschen und die Beschäftigten in den Krankenhäusern mehr als ein Jahr unter ganz großen Mühen, großen Belastungen, großen Risiken für sehr lange Zeit versucht haben, die Versorgung so gut wie möglich sicherzustellen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch kleinere Häuser gegeben, die so gut wie kaum Patientinnen und Patienten versorgen konnten, einfach weil die Situation durch Corona so war, wie sie war. Das ist doch die Situation, mit der wir umgehen müssen. Und da muss man in Richtung Bundesregierung sagen, es war richtig, Freihaltepauschalen auszukehren und sicherzustellen, dass diese so notwendige Krankenhausversorgungsstruktur nicht baden geht, sondern gesichert bleibt und aufrechterhalten wird. Das war richtig, das war zum Teil nachsteuerungsbedürftig, aber es war richtig.
Und in einer solchen Situation als privater Klinikkonzern die Situation auszunutzen, auch gesetzliche Regelungen hin zur Stärkung der Pflege in den Krankenhäusern so auszunutzen, dass man andere Funktionsbereiche dann wiederum outsourced oder jetzt entlässt. Das ist kein Beitrag für die Sicherstellung der Krankenhausversorgung. Das muss an dieser Stelle glasklar benannt sein. Und ich muss auch sagen, wir reden immer von der Vielfalt der Krankenhausversorgung und der Versorger und Träger. Da stehen wir als Grüne im Prinzip auch zu. Aber es ist auch ganz, ganz klar, wir müssen sicherstellen, dass diese Träger der Gemeinwohlorientierung und der Daseinsvorsorge wirklich verpflichtet bleiben. Es kann nicht sein, dass wir Gelder der versicherten Gemeinschaft auskehren dafür, dass überhöhte Gewinnausschüttungen möglich werden. Und das in einer Krisensituation, wo wir erhebliche gesellschaftliche Aufwendungen getroffen haben, um diese Bereiche zu sichern. Dann kann nicht der Umkehreffekt sein, dass dann Menschen freigestellt werden und gleichzeitig rechtliche Regelungen ausgenutzt werden. Das darf nicht passieren. Und ich möchte von diesem Klinikträger auch wissen, was passiert denn dann? Wie wird denn dann nachher der Sicherstellungsauftrag wirklich eingelöst? Weil natürlich brauchen wir Botendienste, natürlich brauchen wir Bringdienste, natürlich brauchen wir Infopoints und alle diese Funktionsberufe, die in den Krankenhäusern zu finden sind. Und es kann nicht sein, dass nicht, da hätte man ja drüber sprechen können, dass es eine Wiedereingliederung in den Konzern, in die örtlichen Krankenhäuser geben würde. Das ist nach dem Schreiben, was wir erhalten haben, nicht sichergestellt. Es geht erstmal um eine Entlassung aus der Service GmbH. Und wir wissen noch nicht, was folgen wird. Es wird ein großzügiges Angebot an den Betriebsrat gemacht, doch über Sozialpläne zu reden. Das heißt noch lange nicht, dass diese Menschen dann hinterher in den Krankenhäusern wieder eingestellt sind und zu welchen Bedingungen. Das muss man ganz glasklar kritisieren und kann so nicht gehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Krankenhausreform machen mit drei großen Elementen. Sowohl eine vernünftige Entgeltstruktur, die Vorhaltekosten auch tatsächlich absichert. Wir brauchen eine Krankenhausplanung, die am tatsächlichen Bedarf ausgerichtet ist. Und wir brauchen eine Krankenhausinvestitionskostenfinanzierung, die dem entspricht, was tatsächlich gebraucht wird, damit nicht länger Mittel, die eigentlich für die Behandlung vorgesehen sind, in Investitionsmittel umgemünzt werden. Das müssen wir sicherstellen. Und Herr Körte, das geht auch an die Adresse der öffentlichen Träger. Das geht nicht nur an die Privaten, das geht an die Freigemeinnützigen, das geht an die Kommunalen genauso wie an die Privaten. Und da ist es sicherzustellen, dass wir vernünftige, gute Richtlinien haben, Leitplanken haben, die für alle Trägerbereiche sicherstellen, dass eine gute Patientenversorgung das ist, was wir mit unseren öffentlichen Mitteln bereitstellen. Und das muss gewährleistet sein. Und Sie sind herzlich eingeladen, an dieser Krankenhausreform mitzuwirken. Drei Anträge liegen vor. Wir werden demnächst eine Anhörung haben. Ich bin gespannt, was die FDP sagt. Ich bin gespannt, was die Union sagt. Und dann werden wir mal schauen, wohin wir kommen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Ja, und diese Krankenhausreform, auch wenn es dazu noch Anhörungen gibt zu verschiedenen Vorschlägen, wie hier die Grünen schon angekündigt haben, Maria Klein-Schmeinke, dass das Projekt noch in dieser Legislatur umgesetzt werden wird. Das erscheint doch unrealistisch. Der Bundestag hat nur noch 4 Sitzungswochen bis zur parlamentarischen Sommerpause und vor der Bundestagswahl. Matthias Zimmer jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Ich habe mir es eigentlich zur Angewohnheit gemacht, bevor ich mich aufrege, informiere ich mich erst mal gründlich. Das habe ich in dem Fall jetzt auch gemacht. Aber zunächst vielleicht mal zwei Worte zu dem Redebeitrag meines Kollegen Pascal Kober. Also ich glaube, es ist nicht hilfreich, Menschen, die jetzt von der Kündigung bedroht sind, damit zu argumentieren und denen ein Argument vorzuhalten, das hänge ja alles mit viel Bürokratisierung zusammen, das tut es an der Stelle nicht. Und in Estland sei das alles besser nach dem Motto, dann geht doch nach Estland. Das war kein guter Beitrag für diese Menschen, lieber Pascal Kober. Herr Kollege Zimmer, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kober? Nein, in aktuellen... Oh, Entschuldigung. Keine Zwischenfragen, Herr Präsident. Gott, dass mir das passiert. Unglaublich.
Es ist jetzt ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, dass ich den Präsidenten mal korrigieren durfte. Vielen Dank. Und dann ein zweiter Gedanke, lieber Pascal Kober, das Vertrauen in die Betriebsräte. Also Betriebsräte ist ja alles völlig in Ordnung, aber die werden natürlich dann tätig, wenn die Birne bereits gegessen ist. Ich habe da sehr viel mehr Vertrauen in die Kraft der Gewerkschaften und ich will auch sagen, warum. Wir haben einen ähnlichen Fall in Hessen gehabt, wo ein großer Anbieter Continental mehrere Firmen dicht machen wollte und die Produktionskapazitäten nach Ungarn verlegen wollte. Und da hat die IG Metall vor allen Dingen einen ganz massiven Widerstand gegen organisiert. Ich bin selbst IG Metall-Mitglied. Und das Ergebnis ist gewesen, dass wir am Ende des Tages die Arbeitsplätze haben retten können. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man um die Arbeitsplätze kämpft und nicht erst sagt, wir machen jetzt einen Sozialplan und die ganze Sache ist schon vorbei. Meine Damen und Herren, die Firma Sana begründet ihre Kündigungen mit, ich zitiere, neuen Anforderungen, die eine deutlich höhere fachliche Führung, Prozessbegleitung und Prozessüberwachung erfordern. Das ist in Ordnung, das habe ich erst mal so zur Kenntnis genommen. Und dann habe ich, wie andere auch hier in diesem Saal, in diesem Plenum, mir die Geschäftsberichte der Sana mal durchgeschaut. Und da bin ich über eine Formulierung gestolpert, die mich hellhörig hat werden lassen. Da steht nämlich drin, die Sana legt Wert auf eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter. Und das sind jetzt auf der einen Seite kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter, auf der anderen Seite die neuen Anforderungen, die dazu geführt haben, dass die Kündigungen ausgesprochen werden. Und da frage ich mich, ja, warum hat dann die Sana auch nicht die Möglichkeiten genutzt, die wir beispielsweise mit dem Qualifizierungschancengesetz geboten haben, Mitarbeiter weiter zu qualifizieren und in den Jobs zu halten. Das ist doch eigentlich der Königsweg aus einer solchen Krise, den wir als Gesetzgeber da zur Verfügung gestellt haben. Im Geschäftsbericht steht auch etwas von dem Ziel der langfristigen Bindung der Mitarbeiter. Und das finde ich ein gutes Ziel. Weil wir wollen keine hohen Fluktuationen haben, sondern uns liegt daran, dass Menschen möglichst lange an ihrem Arbeitsplatz bleiben können, dass sie lange an ihren Arbeitsplatz gebunden werden und dass das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein kollegiales ist, mit dem man da vernünftig umspringen kann. Ja, aber dann frage ich mich angesichts eines solchen Verhaltens, müssen dann die Ärzte, die Krankenschwester, die Pfleger nicht glauben, dass sie jetzt nur die Nächsten seien? Müssen die jetzt nicht in der Angst leben, dass gegebenenfalls sie die Nächsten sind, die daran glauben müssen, wenn Profitinteressen wieder über das Gemeinwohl gestellt werden und über die langfristige Bindung der Mitarbeiter? Ich glaube, da sind wir in einem ganz, ganz, ganz schwierigen Bereich. Und das ist ein Bereich, meine Damen und Herren, der aus meiner Sicht vor allen Dingen die Eigentümer fordert. Ja, wer sind denn die Eigentümer? Die Eigentümer sind ja an das Gemeinwohl gebunden. Wer sind die Eigentümer von Sana? Die Eigentümer sind private Krankenversicherer, die DKV AG mit 22,4%, die Signal Iduna, die Allianz Private, die DBK Krankenversicherungsein und die Kontinentale Krankenversicherung. Und der Aufsichtsratsvorsitzende ist gleichzeitig der CEO von Signal Iduna. Und diesen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Leitermann, würde ich hier an dieser Stelle gerne fragen. Ist das Ihre Auffassung gesellschaftlicher Verantwortung, Schmiere zu stehen, wenn 1000 Menschen entlassen werden? Ist diese Maßnahme geeignet, Vertrauen in private Strukturen im Gesundheitswesen zu stärken? Müssen Patienten jetzt Angst haben, dass sie nicht mehr angemessen versorgt werden? Ich glaube, das sind Fragen, das liegt auch nicht im Interesse von diesen Krankenversicherern, dass diese Fragen gestellt werden. Wir sind ja daran interessiert, dass es eine Vielfalt von Krankenversicherungen gibt, dass es eine Vielfalt von Versorgungszentren gibt. Und deswegen ist mein Appell an die Sana, überlegt euch das nochmal, nehmt diese Sache zurück. Ich glaube, das schadet mehr, als es nutzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Zimmer. Sagt Matthias Zimmer hier für die CDU-CSU-Fraktion. Auch für den zutreffenden Hinweis zur Geschäftsordnung. Ja, Zwischenfragen sind in der aktuellen Stunde tatsächlich nicht erlaubt. Herr Kollege Korte, Sie müssen mir jetzt nicht den ganzen Abend versauen, um es freundlich zu formulieren. Also, nächster Redner ist der Kollege Dr. Robby Schlund, AfD-Fraktion.
Ja, der steht auf der Rednerliste und ist jetzt gleich am Rednerpult. Robby Schlund für die AfD-Fraktion als Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen und Kollegen, manches, was in unser Gesichtsfeld drängt, gerade sichtbar wird, hat die Wurzeln im Tiefgehen. Und wenn man die Nachrichten der letzten Monate hört und selbst Aufsichtsrat eines kommunalen Krankenhauses ist, dann wundert man sich ehrlich gesagt nicht über die aktuelle Situation in den Sana-Kliniken. Denn das dort, meine Damen und Herren, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger und monatelanger Fehlpolitik im Gesundheitswesen. Die Leidtragenden sind auch nicht die Politiker, also wir, die hier sitzen, sondern eben die Bürger unseres Landes. Und die wirtschaftliche Situation vieler deutscher Krankenhäuser, insbesondere der kommunalen, ist einfach nur noch katastrophal. Das ist auch nicht meine Meinung, sondern das prognostizierten die Gesundheitsökonomen Augurski und Schmidt vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsförderung in einem veröffentlichten Positionspapier. Bereits im Jahr 2018 lagen 13% der Krankenhäuser im Bereich erhöhter Insolvenzgefahr. Und zu dieser Zeit, da gab es noch gar keine Corona-Pandemie. Auch ein wachsender Ärzte- und Pflegemangel belastet die Situation zusätzlich und private Krankenhauskonzerne betreiben mit hochspezialisierten medizinischen Filetstückchen eine Gewinnmaximierung unter Dumping des Humankapitals. Das heißt, der gesamten medizinischen Arbeitskräfte, meine Damen und Herren. Und genau das sehen wir jetzt bei den Sana-Kliniken. Gewinn und Profit stehen vor sozialer Verantwortung. Und wo sind wir denn da hingekommen, meine Damen und Herren? Genau, wo sind wir angekommen in Deutschland? Gleichzeitig aber kämpfen die kommunalen Krankenhäuser ums Überleben und schließen beispielsweise Geburtenstationen und andere lokal wichtige Fachabteilungen. Besonders jetzt in den Pandemiezeiten zeigen sich die gravierenden strukturellen Mängel in einem massiven Investitionsstau, der letztendlich das Desaster des gesamten Pandemie-Managements offenbart. Bei einer Bezahlung der Krankenkassen nur nach belegter Patientenzahlen und leistungsbezogenen Fallpauschalen gleicht dies einem Offenbarungseid der deutschen Gesundheitspolitik der letzten 17 Jahre. Und deshalb fordert die AfD schon seit langem die Abschaffung des völlig unnützen DRG-Systems und eine komplette Neustrukturierung der Krankenhauslandschaft mit einem vorausbezahlten Pro-Kopf-Vergütungssystem mit Regionalkomponente, die umgehend zum Beispiel auch an sogenannte pandemische Lagen angepasst werden kann. Diese von uns geforderten Vorhaltepauschalen sichern eine Daseinsvorsorge der Krankenhäuser, insbesondere der ländlichen und kommunal geprägten. Deshalb meine dringende Bitte ans Gesundheitsministerium, nehmen Sie sich bitte dieser Problematik an und befassen Sie sich mit der flächendeckenden, regional gesteuerten, patientenorientierten Versorgung. Denn Sie sehen ja selbst, dass sie mit den privaten Konzernen, wie zum Beispiel mit den Sana-Kliniken, scheinbar einfach nicht zurechtkommen. Gesundheit ist nämlich ein hohes Gut und ein hohes Allgemeingut. Und hier hat der Staat vor allem dem Bürger gegenüber eine wichtige und soziale Verantwortung. Und dazu ist der Staat natürlich auch in der Pflicht, die fortschreitende Kapitalisierung und Kommerzialisierung im Gesundheitsbereich klein zu halten und das Wohl des Bürgers tatsächlich in den Vordergrund zu stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Schlund. Nächste Rednerin ist die Kollegin Claudia Moll, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie sich kürzlich mal mit Pflegekräften unterhalten? Wer es wie ich getan hat, wird wissen, dass von den Kolleginnen auf Station
nicht nur über das ärztliche und über das pflegerische Personal, sondern auch über die Reinigungskräfte, über das Servicepersonal und über Mitarbeiter aus der Wäscherei gesprochen wird. Man kennt sich, man schätzt sich, man kann sich aufeinander verlassen. Diese Mitarbeiter sind nicht nur mit gemeint, sie sind Teil des Teams. Sie arbeiten in der gleichen Vollausrüstung seit über einem Jahr auch an ihrer Belastungsgrenze. Und auch nicht zu vergessen, gleichzeitig wird unten an der Pforte das Personal von verzweifelten Familien beschimpft, die nicht zu ihren Angehörigen auf den Corona-Stationen konnten. Wenn wir von Corona-Heldinnen und Helden sprechen, müssen wir auch von den Ungesehenen sprechen. Die, die den Laden am Laufen halten. Hauswirtschaftskräfte, soziale Dienste, Krankenfahrdienste, Hilfsdienste, Reinigungskräfte, Mitarbeiter aus der Wäscherei. Sie machen überhaupt erst möglich, dass Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte sich voll und ganz um die Patienten kümmern können. Dass Bettwäsche und Kittel gewaschen werden, dass Angehörige nicht durch Quarantänestationen laufen und Material dort ist, wo es gebraucht wird. Auch Sie haben die schlimmsten Seiten der Pandemie hautnah miterlebt und über Ihre körperlichen und psychischen Belastungsgrenzen gearbeitet. Und genau jetzt, mitten in der dritten Welle, geben die Sana-Kliniken bekannt, 1000 dieser Menschen zu entlassen. Noch ist nicht klar, wer diese Arbeit übernehmen soll. Es würde sondiert, sodass die Arbeit nicht zulasten der Pflegekräfte geht. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, wie es am Ende praktisch aussehen wird. Auf wessen Rücken diese Entlastungen getragen werden? Auf denen des ausgebrannten Pflegepersonals. Gucken wir mal, ist ja nicht lange, warten wir mal ab. Genau so wird es laufen. Und lassen Sie mich klar sagen, wer bei 66 Millionen Euro Gewinnen 2019 aus Kostenkalkül ausgerechnet denkt, beim Personal einzusparen, der sollte sich schämen. Nicht nur, aber erst recht in einer weltweiten Pandemie. Die deutschen Kliniken wurden zur Versorgung der Patientinnen während der Corona-Pandemie massiv mit Steuergeldern unterstützt. Und jetzt werden die entlassen und für verzichtbar erklärt, die genauso systemrelevant sind wie jede einzelne Krankenpflegerin oder Ärztin. Das sind auch die, die kein Homeoffice machen konnten, Belastungen und Infektionsrisiko ausgesetzt waren. Die Sana-Kliniken haben von öffentlichen Mitteln profitiert. Und damit sind sie in der Pflicht, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Für Patientinnen, Patienten und für die Belegschaft. Steuermittel sind kein Selbstbedienungsladen, wo man mal ebenso zugreift, wenn es einem passt. Diese Rosinenpickerei gehört unterbunden und verurteilt. Wir als SPD-Fraktion, wir stehen an der Seite der Gewerkschaften und der Betriebsräte, die sich entschlossen dagegen wehren. Für uns als SPD ist das Gesundheitssystem, Krankenhaus, eine Teamaufgabe, bei der Ärzte, Pflegepersonal sowie Service- und Logistikpersonal nur zusammenarbeiten können und gleich viel Respekt verdienen. 1000 Menschen in einer Gesundheitskrise zu entlassen und diese Aufgaben früher oder später aufs Pflegepersonal abzuschieben, ist unmöglich und gilt es entschlossen zu verhindern. Jetzt noch ein Satz von mir dazu zum Schluss. Ich bin mal gespannt, ob demnächst Ärzte, Ärztinnen, Pflegepersonal in ungebügelten OP-Hemdchen rumlaufen müssen. Für die SPD-Fraktion war das Claudia Moll. Sehr schön. Genau, die kurz vergessen hatte, ihre Maske aufzusetzen, dann aber doch noch dran gedacht hat, bevor sie da ermahnt werden musste. Für die Linksfraktion spricht jetzt Harald Weinberg, er ist stellvertretender Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte als allererstes mal anregen, dass vielleicht der Herr Zimmer und der Herr Sriebsam sich mal austauschen mögen, halt eben, weil es waren ja nun sehr unterschiedliche Positionen, die Sie da vertreten haben. Sehr, sehr unterschiedliche Positionen.
Was wir hier haben insgesamt, dass der faktische Rausschmiss von über 1.000 Beschäftigten einer ausgegliederten Tochter, einer Tochter des Klinikkonzerns Sana AG, ist nicht nur ein Skandal, sondern auch das Ergebnis einer jahrzehntelang falschen Krankenhauspolitik der diversen Regierungen in nahezu allen Farbkombinationen, Rot-Grün, Schwarz-Gelb, Schwarz-Rot. Für die Ausgliederung von Arbeitsbereichen in Krankenhäusern, Reinigung, Küche, Wäscherei, Labor, Hohl- und Bringdienste und so weiter und so fort, liegt der alleinige Antrieb in dem Kostendruck durch die Fallpauschalen. Er zwingt die Krankenhäuser dazu, ihre Kosten, insbesondere die Personalkosten, so weit als möglich zu senken, ohne Rücksicht auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die Versorgung der Patientinnen. Genau damit haben wir es auch bei Sana zu tun. Wer sich darüber empört, aber die Fallpauschalen weiter für ein sinnvolles System hält, betreibt Heuchelei. Outsourcing ist ein wirksames Instrument für Tarifflucht, Lohndumping und die Spaltung von Belegschaften. Es herrscht ein unüberschaubarer Wildwuchs an Tochtergesellschaften und Töchtern der Tochtergesellschaften. Deshalb haben wir eine kleine Anfrage gestellt zu Outsourcing in den Krankenhäusern Ende März. Und da schrieb die Bundesregierung, Outsourcing dient insbesondere dazu, den Fokus der Unternehmenstätigkeit auf seine Kernkompetenzen zu legen und effiziente Organisationsstrukturen zu schaffen. Damit zielt Outsourcing vielfach auf eine Reduktion von Fixkosten, eine Steigerung der Flexibilität und der Qualität der Leistungserbringung und einen geringen Verwaltungsaufwand ab. Das DRG-Fallpauschalensystem setzt einen Anreiz zu einem wirtschaftlichen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Besser könnte es in den Vorstandsetagen der Klinikkonzerne kaum formuliert werden. Und das zeigt doch, wie sehr dieses Denken, dieses verrückte Denken der Profitorientierung, dass Krankenhäuser in erster Linie Unternehmen seien, inzwischen verinnerlicht worden ist, auch von dieser Bundesregierung. Wir wollten weiter wissen, wie viele Tochtergesellschaften gibt es, wie sind die Arbeitsverhältnisse, wie sind die Geschlechterverhältnisse. Die Antwort der Bundesregierung immer, dazu liegen uns keine Erkenntnisse vor. Die einzige Zahl, die Sie als Antwort geliefert haben, ist der Anteil der ausgelagerten Personalkosten, also für Beschäftigten der Tochtergesellschaften. Und das hat es immerhin in sich, denn dafür haben die Krankenhäuser 2018 4 Milliarden Euro ausgegeben. Wenn man das umrechnet in Stellen und dabei berücksichtigt, dass es natürlich eine relativ hohe Teilzeitquote gibt, dann reden wir hier über 150.000 bis 200.000 Menschen. Die werden abgespalten von den Stammbelegschaften, haben oft keine gemeinsame Interessensvertretung. Die Solidarität untereinander wird dadurch stark erschwert. Aber nochmal, diese Menschen sind der Bundesregierung vollkommen egal. Sie haben diese Spaltungen bewusst politisch herbeigeführt. Sie sind dafür politisch verantwortlich. Was macht nun Sana? Sana hat sich überlegt, dass sie diese Patientenbegleitung, Hohl- und Bringdienste, Pforte und so weiter und so fort nicht mehr benötigen. Hat etwas auch zu tun mit den gesetzgeberischen Maßnahmen. Da hat Herr Riebsheim ja durchaus recht. Nur das Problem ist, es war ja nie so gedacht, dass sozusagen halt eben das Pflegepersonalstärkungsgesetz jetzt dazu führen soll, dass die Pflegekräfte diese Hilfsdienste machen und dass diese Leute rausgeschmissen werden. Das war nie so gedacht. Und wenn am Ende dann doch etwas zusätzliches Personal benötigt wird, dann wird es jetzt unter noch schlechteren Bedingungen wieder eingestellt. Das ist die Situation, die wir da insgesamt haben. Deswegen müssen alle Personalkosten im Krankenhaus kostendeckend erstattet werden. Die Wirtschaftlichkeit würde garantiert, wenn für alle Berufsgruppen eine bedarfsgerechte Personalbemessung entwickelt und eingeführt wird. Das würde die Qualität erhöhen und das Unwesen des Outsourcings wirksam beenden. Meine Damen und Herren, ich möchte am Ende auch noch mal auf ein paar Lichtblicke zu sprechen kommen, die es hier gibt. Die kommen allerdings nicht aus diesem Haus und nicht von der Politik. Sie kommen von den Beschäftigten in den Tochtergesellschaften selber, die den Mut haben, sich in Verdi zu organisieren, aktiv zu werden und für ihre Interessen die Wiedereingliederung in die Krankenhäuser zu kämpfen. Das sind oft harte Auseinandersetzungen, in denen Unternehmen erbitterten Widerstand leisten, so wie Sana wahrscheinlich jetzt auch, Kolleginnen und Kollegen einschüchtern und bisweilen sogar kündigen. Trotzdem gibt es hier Erfolge. Am Klinikum Ingolstadt ist es gelungen, halt eben ein Insourcing wieder hinzubekommen. Bei der Charité Facility Management in Berlin ist es gelungen, einen Tarifvertrag entsprechend dem TVED durchzusetzen. Am Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam ist Ähnliches gelungen. Und morgen findet ein Warnstreik bei der Klinikum Nürnberg Service Gesellschaft in meinem Heimatort Nürnberg statt, der zum Ziel hat, dort auch wieder den TVED wieder einzusetzen. Den Beschäftigten, die sich unter diesen widrigen Bedingungen auf den Weg machen, gilt unser großer Respekt und unsere volle Solidarität. Sich gegen die Schließungen zur Wehr zu setzen,
Das ist, sollten wir auch als Mut mitgeben, halt eben den jetzt betroffenen Beschäftigten am Klinikum Offenbach, in Schleswig-Holstein, in Hoyerswerda und all den anderen Standorten von Sana. Wer eine ernsthafte, Herr Kollege, letzter Satz, wer eine ernsthafte Umkehr in der Krankenhauspolitik in Richtung Gemeinwohl statt Profitlogik will, der kommt an der Linken nicht vorbei. Vielen Dank. Da gab es eine Ermahnung von Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich, der hier gerade erst die Sitzung übernommen hatte. Und damit kommen wir zum nächsten Redner in der Aktuellen Stunde. Und das ist Stefan Pesinger. Er sitzt im Ausschuss für Gesundheit und arbeitet auch als Arzt weiterhin. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Pandemie hat uns noch einmal deutlich gezeigt, welche Bedeutung die Kliniken für unser Gesundheitssystem haben. Die Beschäftigten vor Ort, seien es die Ärzte, Pflegekräfte, aber auch alle anderen Mitarbeiter, geben vollen Einsatz und leisten jeden Tag aufs Neue Enormes. Die Realität in unseren Krankenhäusern sieht dieser Tage vielerorts dramatisch aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind durch zahlreiche Krankheitsfälle am Kapazitätslimit, und das nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Aber nicht nur die Ärzte und das Pflegepersonal sind es, die das Gesundheitswesen dieser Tage aufrechterhalten. Es sind auch die Beschäftigten im Hintergrund, all jene, die für die Logistik, den Service und die Reinigung zuständig sind. Die Krankenhäuser stehen jetzt vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung. Einerseits ist ihr klarer Auftrag, das Leben von Menschen zu retten, derzeit mit überfüllten Infektionsstationen und Intensivbetten. Aber andererseits sind sie eben auch Unternehmen. In einer sozialen Marktwirtschaft, die wir in Deutschland glücklicherweise haben, treffen Unternehmen nun mal auch ihre eigenen Entscheidungen. Aus verschiedensten Gründen müssen sie dabei häufig Maßnahmen durchgesetzt werden, die schwerfallen. Und sicherlich haben es sich die Verantwortlichen der Sana-Kliniken in dieser schwierigen Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber solche Entscheidungen basieren nun einmal auf wirtschaftlichen Faktoren, und das müssen wir respektieren. Wenn die Sana-Kliniken bekräftigen, dass ihre Tochtergesellschaften nicht mehr ausreichend auf die gegenwärtigen Herausforderungen vorbereitet ist, dann müssen wir das nun zuerst einmal akzeptieren. Aber wir müssen auch mit einem wachsamen Auge im Blick behalten. Denn eines ist völlig klar, die Lösung kann nicht sein, dass sich der Staat alle Gesundheitsunternehmen einverleibt. Die Lösung kann aber auch nicht sein, dass der Staat private Unternehmen stützt und diese nun ihre eigenen Beschäftigten dann in der Folge schlecht behandeln. Durch umfangreiche Rettungsschirme hat der Bund dafür gesorgt, dass die besonders von der Krise betroffenen Kliniken finanziell unterstützt werden. Denn kein Krankenhaus soll wegen des Wegfalls von planbaren Eingriffen Untersuchungen während der Corona-Krise schließen müssen. Zudem haben wir mit dem Krankenhauszukunftsgesetz ein beispielloses Investitionsprogramm auf den Weg gebracht. Der Bund hat also seine Aufgaben mehr als wahrgenommen. Wir können daher jetzt nur eindringlich an die Verantwortlichen appellieren, eine tragbare Lösung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Servicegesellschaft zu finden. Und ich glaube, dass die Gewerkschaften in diesen Verhandlungen eine wichtige Rolle spielen, damit auch ein gutes Ergebnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sana-Klinik erreicht werden können. Ich appelliere an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich an die Verantwortlichen der Sana-Kliniken, die durch den Stellenabbau weggefallenen Aufgaben und Tätigkeit dürfen auf gar keinen Fall auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege abgewälzt werden. Das würde ohne Zweifel zu einer untragbaren Belastung führen, und das wäre fatal. In dieser kritischen Phase der Pandemie ist es umso entscheidender, den Pflegenden eine Last abzunehmen. Ich bitte Sie, finden Sie umgehend eine akzeptable Lösung mit allen Beteiligten. Ich glaube, dass es wichtig ist, in dieser schwierigen Zeit zusammenzustehen und nicht eine soziale Spaltung durch solche Entscheidungen in Kauf zu nehmen. Und zwar nur mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann eine gute Lösung gefunden werden, auch mit den Pflegekräften, Ärzten und vor allem mit den Patienten in den betroffenen Regionen muss gesprochen werden. Ich bitte darum, die Verantwortlichen der Sana-Klinik noch einmal gut darüber nachzudenken, wie eine sozial tragbare Entscheidung aussehen kann. Die CDU-CSU-Fraktion steht für die soziale Marktwirtschaft, auch für Verantwortung der Unternehmen, aber auch für gute Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dankeschön.
der Bundestag diskutiert anlässlich der Ankündigung der Krankenhausgruppe Sana, dass 1000 Arbeitnehmer bundesweit gekündigt werden sollen, entlassen werden sollen. Und wir kommen zum vorletzten Redner in dieser Aktuellen Stunde. Das ist Johannes Schraps für die Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag. Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben es jetzt in der Debatte schon mehrfach gehört. Die angekündigte Massenentlassung in der Tochterfirma der Sana Kliniken AG, der DGS Pro Service GmbH, die hat vollkommen zu Recht einen großen Aufschrei mit sich gebracht. Mehr als 1000 Beschäftigte sollen bis Ende des Jahres deutschlandweit entlassen werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Thematik hier heute diskutieren und dass sie aufgesetzt worden ist, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Sana AG, die ist ein profitabler Klinikkonzern mit mehr als 50 Standorten in Deutschland und einem Umsatz von 2,8 Milliarden und einem Gewinn von 67 Millionen Euro in 2019. Und die Sana DGS Pro Service ist als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Sana Immobilienservice GmbH Teil der Sana Kliniken AG und an allem, an jedem einzelnen Standort der Sana AG tätig. Und einer dieser Standorte, der befindet sich auch bei mir im Wahlkreis im Weserbergland. Das ist das Sana Klinikum Hameln-Pyrmont, direkt an der Weser in der Rattenfängerstadt in Hameln. Und wir hören ja häufig in den Nachrichten, wenn sich große Konzerne aus welchen Gründen auch immer dazu entschließen, Entlassungen durchzuführen. Für die meisten Beobachter ist das dann sehr weit weg, weil es ja viele Standorte betrifft und weil sich die große Zahl der Entlassungen meist aus vielen kleinen zusammensetzt. Aber wie auch in vielen anderen Fällen, da lohnt sich ein Blick darauf, was das eigentlich vor Ort bedeutet. Und auch in Hameln wird es bis Ende dieses Jahres mindestens 36 Beschäftigte treffen. Ist jetzt vielleicht eine kleine Zahl. An anderen Standorten werden es ähnliche Zahlen, an anderen vielleicht auch höhere sein. Und überall ist es schlimm, denn für jeden einzelnen Betroffenen und jede einzelne Betroffene ist es schlimm, zu diesen Entlassenen zu gehören, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin in den letzten Jahren und Monaten mehrfach in diesem Klinikum gewesen, um mit der Geschäftsführung zu sprechen, um mir von den Ärzten das Corona-Prozedere erläutern und zeigen zu lassen und um zu hören, wie es dem Pflegepersonal mit der Belastung in der Corona-Situation geht. Auch um es hier in Berlin dann anschaulich weiterleiten zu können, dass die Belastung am Limit ist, vor und während der Corona-Pandemie. Mit Manuel Strohdeicher ist übrigens einer der Pfleger aus diesem Hamelner Sana-Klinikum von den Patientinnen und Patienten zum beliebtesten Pfleger des Jahres 2019 in Deutschland gewählt worden. Und er hat diesen Preis damals Ende 2019 hier im Reichstagsgebäude in einer Feierstunde übergeben bekommen. Manuel Strohdeicher steht aber für ganz viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im gesamten Klinikum. Denn so ein Klinikum, und so hat das Manuel Strohdeicher damals in seiner Dankesrede auch deutlich gemacht, so ein Klinikum ist ein sensibles Gebilde, in dem viele Rädchen richtig ineinander greifen müssen, damit das große Ganze funktioniert. Und es ist knapp 6 Monate her, da konnte ich mich ganz persönlich mitten in der Corona-Zeit davon überzeugen, dass genau diese Rädchen trotz der extrem schwierigen Situation ineinander greifen. Denn am 1. November letzten Jahres, da wurde ich in eben diesem Sana-Klinikum an der Achillessehne operiert, die ich mir einige Tage zuvor beim Fußballspielen gerissen hatte. Nicht beim FC Bundestag, aber ich darf an dieser Stelle deshalb auch nicht nur dem operierenden Arzt, nämlich Professor Dr. Hankemeyer, dafür danken, dass ich heute hier ein halbes Jahr später stehen kann und mich auf sportliche Betätigung wieder freuen kann, wenn das bald wieder möglich ist. Aber ich kann genauso mich beim Team der Notaufnahme, der Anästhesie, der Radiologie, bei den Stationspflegerinnen und Stationspflegern, bei der Physiotherapie, beim Narkoseteam, bei den Auszubildenden, beim Nachtdienst, bei den Reinigungskräften, bei allen kann ich mich bedanken, die ich vielleicht persönlich gar nicht gesehen habe, die aber mit ihrem Wirken im Hintergrund zum Funktionieren dieses Krankenhauses beigetragen haben. Und ich hatte die Tochterfirma der Sana Kliniken AG, die DGS Pro Service, ja gerade bereits genannt. Denn neben der Unterhaltsreinigung der Sana Kliniken gehören auch die Stationsassistenz, die Hol- und Bringedienste, die Pforten- und Sicherheitsdienste, das ist gerade schon genannt worden, die gehören alle zum Portfolio dieser Firma. 3000 Beschäftigte, viele davon in Teilzeit, 1000 davon sollen jetzt entlassen werden. Die sind Teil dieses Krankenhaussystems, wo ein Rädchen in ein anderes greifen muss und sie werden zum größten Teil von diesen Belastungen, von diesen Entlassungen betroffen sein. Und wenn der Vorstand der Sana AG dann gestern dem Gesundheitsausschuss schreibt, dass die Teilbetriebsschließung, also alles außer Reinigung, ist eben auch nur ein Teil, wenn auch ein großer,
Wenn diese Teilbetriebsschließung für die Beschäftigten keine tarifabsenkende Wirkung haben soll, dann frage ich mich, ja, warum macht man das denn dann überhaupt, verehrte Kolleginnen und Kollegen? Man kann ja übrigens auch weiter dasselbe verdienen, aber deutlich mehr zu tun haben, wenn einem die entlassenen Kolleginnen und Kollegen an der eigenen Seite im Endeffekt dann fehlen. Mit erhöhtem Arbeitsaufwand und schlechterer Versorgungsqualität werden damit auf dem Rücken von Patientinnen und Patienten und auf Kosten der Beschäftigten massive Einsparungen vollzogen, um die Profite der Anteilseigner zu steigern. Über ihre Werte, und das ist mein abschließender Satz, Herr Präsident, über ihre Werte und Verlässlichkeit schreibt Sana übrigens auf der eigenen Homepage: Unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. All unser Tun ist geprägt durch den respektvollen Umgang untereinander. Liebe Sana Klinikum Aktiengesellschaft, dies ist die falsche Entscheidung zum noch falscheren Zeitpunkt. Überdenken Sie noch einmal genau, was Sie da entschieden haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schraps. Der letzte Redner in der Aktuellen Stunde ist der Kollege Dr. Roy Kühne. Ja, sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Kurt, ich bin ein bisschen überrascht, mit welcher Emotionalität Sie de facto mit Ihren Worten ein sozialistisches Gesundheitssystem beschreiben, in dem ich groß geworden bin, wo ich genau beurteilen konnte, was man machen musste, um zeitnah nach einer Sportverletzung oder nach einem Alltagsunfall einen Arzttermin zu bekommen, einen Röntgentermin zu bekommen, beim Hausarzt oder beim Facharzt. Glauben Sie mir, das möchte ich nicht noch mal. Und ich wehre mich, sage ich Ihnen auch ganz offen, im Namen vieler Leistungserbringer in diesem wirklich funktionierenden, durchaus an der einen oder anderen Stelle besser zu machen im Gesundheitssystem, gegen den Generalvertrag, dass es einfach nur immer um Gewinnmaximierung geht. Ich kenne viele, viele Leistungsanbieter, auch Krankenhäuser, Pflegedienste, niedergelassene Ärzte, die zahlen gut, die haben gute Arbeitsbedingungen, die kümmern sich respektvoll um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich kann das nicht verstehen, dass Sie immer dieses Pauschalurteil ausschütten. Das sind Menschen, die schaffen Umsatz, die sind vorhanden, die schaffen Zukunft, die schaffen Perspektive. Und ich lehne Ihren Generalvertrag ab, sage ich ganz offen. Und ich kann Ihnen einen weiteren Satz sagen, Herr Kurte. Wir haben in unserem Wahlkreis, in meinem Wahlkreis, durchaus die Möglichkeit gehabt, ein Krankenhaus zu rekommunalisieren. Ich habe mit dem Landrat darüber geredet, ich habe mit Politikern vor Ort geredet. Ich sage Ihnen ganz offen, die Antwort war nein, wollen wir nicht. Ja, warum? Weil die Bedingungen nämlich so, wie sie sind, weil man nämlich teilweise auch unter Druck steht und weil es nämlich teilweise gar nicht so einfach ist, so einen Betrieb am Laufen zu lassen. Und da kommen Sie mit dem Schönreden, uns übrigens nicht ein Parteigenosse von mir, sondern ein Parteigenosse von Ihnen, der sagt, nee, Roy, das ist unternehmerisches Tun, damit will ich nichts zu tun haben. Und ich sage Ihnen, ich bin dankbar, dass wir Menschen haben, die Verantwortung übernehmen, auch unternehmerisch in diesem Staat. Aber kommen wir doch mal zum Punkt. Was Sie ansprechen, ist ja der generelle Verdacht oder die generelle Situation, wir wollen uns hier mit den Bedingungen mal auseinandersetzen. Sie fordern eine Aktuelle Stunde und wir reden über Leistungsanreize. Vorhin, der Kollege hat es gesagt, was wollen Sie denn im Grunde an einem Unternehmer im Gesundheitssystem, der eine Leistung erbringt, an Gewinn zu billigen, damit der Risiko eingehen kann, damit der Rücklagen machen kann, damit er vielleicht sogar investieren kann? Was billigen Sie ihm zu, um damit er sicher seinen Arbeitsplatz, nicht nur seine Familie ernähren kann, aber auch die seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen kann? Und ich glaube, die Diskussion müssen wir auch zulassen, dass wir über Leistungsanreize reden. Sicherlich gibt es eine Diskussion über Fehlanreize und daraus machen wir auch gar kein Problem. Ich möchte das hier nur nicht auf dem Rücken von Mitarbeitern und Mitarbeitern von Sana, und ich glaube, da sind wir uns alle in diesem Raum ja einig, dass das, was Sana momentan macht, auf Kosten der Menschen geht. Und da sage ich Ihnen auch ganz offen, das lehne ich auch ab. Und wir haben sicherlich, und das ist die Frage, die man stellen muss, im letzten anderthalb Jahren viel für die Stärkung der Krankenhäuser getan, gerade um so eine Corona-Krise zu überwinden. Und ich äußere hier auch ganz klar mein Unverständnis, Geld zu kassieren von Bund und Land und dann aber wiederum jetzt mit einer Umstrukturierung zu beginnen, wo man, sage ich auch ganz offen, völlig unsensibel jetzt mit dem Thema umgeht. Dass Umstrukturierungen in Firmen ganz normal sind, um neue Wege zu gehen, sicherlich auch gesagt wurde, dass Mitarbeiter dort abgeholt werden. Wir sind ja noch gar nicht in dem Prozess, wo wir sagen, wie das weitergeht.
sondern zu gucken, wie kann ein Betrieb so funktionieren, dass auch Arbeitsplätze nachhaltig erhalten bleiben. Und ich missbillige ganz klar, was Sana dort tut, aktuell. Aber ich billige, dass Firmen in Deutschland nach einer Krise, in einer Krise überlegen, wie geht es weiter. Wir wollen sie danach weiterhin als Arbeitgeber haben, fleißige Arbeitnehmer und Leute, die vor Ort den Betrieb aufrechterhalten. Letztendlich muss man ganz klar sagen, aus meiner Sicht, wie gesagt, kein Verständnis dafür. Ich hinterfrage auch ganz bewusst die Personalentwicklung, denn wir haben natürlich im Pflegestärkungsgesetz genau das auch getan. Wir haben dafür gesorgt, dass 100% Refinanzierung erfolgt. Und deshalb aus meiner Sicht natürlich auch dort Unverständnis, dass Sana in der Richtung jetzt so arbeitet, wie sie arbeiten. Aber nochmal, um die Sache zum Schluss auf den Punkt zu bringen, und es ist für mich kein Thema von Wahlkampf oder Nicht-Wahlkampf, sondern es geht darum, und das wurde auch mehrfach auch durch die Kollegen von den Grünen gesagt, wir müssen mal hinterfragen, welchen Systemregeln wollen wir ja gerecht? Was wollen wir? Wir wollen eine Gesundheitsversorgung vor Ort. Wir wollen motivierte Kräfte, und damit meine ich, angefangen von der Pflegekraft bis zum Arzt, die freudig jeden Morgen zur Arbeit gehen und sagen, jawohl, nach einer ganz bestimmten Arbeitszeit, von mir aus auch mal ab und zu mit Überstunden, das gehört zum Alltag dazu, aber die sich wohlfühlen. Und das letztendlich müssen wir die Diskussion zulassen, und das ist jetzt für die kommende Legislatur wichtig, welche Anreize setzen wir? Denn wir haben auch Leistungserbringer, müssen Sie auch ganz klar zugeben, in mehreren Bereichen, da rede ich aber nicht über Krankenhaus, die momentan den Betrieb aufgeben. Die sagen, es lohnt sich nicht, im Gesundheitssystem tätig zu werden. Und das darf nicht passieren. Das sind wertvolle Menschen, die sorgen für die Versorgung, auch gerade in ländlichen Gegenden. Deshalb meine Bitte an Sana, meine Forderung an Sana, redet mit den Menschen. Denn diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt entlassen werden sollen, haben wirklich in den letzten 15 Monaten ihrem Betrieb den Rücken freigehalten. Loyale Mitarbeiter, und die haben Respekt und mehr Leistung verdient. Danke. Vielen Dank, Roy Kühne. Damit